weiter geht's. Nächste Icon würde ich nehmen. Oh, Ronaldinho, Future Star. Okay, 3-4-2-1-Formation, die beste Formation wie immer für das beste Draft, das man machen kann. 86er Icon, aber Gott sei Dank Rivaldo. Der kann sogar auch Linksmittelfeld, ZOM und MS spielen. So stelle ich mir Icons vor, die auch gefühlt 20 Positionen spielen können. Da kann man mal auch ein bisschen umstellen hinterher. Sehr nice. Erster Icon ist da. Full Icon. Rekord. Draft incoming. Oh, schade. Nico Williams, Future Star. Okay, immerhin high rated. Sehr nice. Nehmen wir mit, Leute. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst mir gerne ein Abo, falls ihr mich abonniert habt. Kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren. Täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Digga, 88 Tempo, nicht verkehrt. Ihr wisst es, jeden Tag neue Videos um 13 und um 19 Uhr, also schaltet ein, Leute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Wir nehmen erstmal Mavropanos mit. Und wie immer, lasst einen Kommentar da, Leute. Schreibt in die Kommentare, was war euer bester Spieler, den ihr dieses Jahr in EAFC 24 gezogen habt. Und wie immer, wenn ihr keine Packs zieht, schreibt rein, was euer Icon-Rekord war. Wie viele Icons hattet ihr bislang in einem Draft? Ich bin mal gespannt. Mein Rekord nach wie vor 10 Icons. Ihr kennt das Ganze, ja? Wir nehmen mal Bissek mit. Haben wir die zweite Future Star Karte. Läuft bei uns Pool Future Star Team in Coming. Okay, komm. Torwart Icon ist immer wichtig. Wird natürlich... Boah, Bruder. Ganz weit weg von Icon. Aber meilenweit weg von Icon. Sport Yellow mit 77 der Beste. Dachige Geschichte. Okay. Mittelstürmer oben, wird meistens eine Icon, jawohl, wäre auch bitter, wenn nicht, Cantona und Puskas. Messi haben wir natürlich auch noch, 92er, aber ihr wisst es, Icons sind Icons, Icons, Vorrang vor allem. Icons haben Vorrang vor allem. Okay, ZM wäre auch nochmal nice, eine Icon rauszuballern. Boah, Puteas nicht schlecht mit 92 und Guerrero. Puteas hat auch ein Team of the, hat die auch ein Team of the Guerrero? Oder wer war die zweite... Frau von Barcelona, die noch ein Team auf dem Mittelfeld hatte. Puteas und die andere Nummer. Das ist Guerrero. Ich habe keine Ahnung. Ne? Wir nehmen jetzt einen von beiden mit. Einer hat auf jeden Fall ein Team auf dir. Also Puteas auf jeden Fall. Guerrero vielleicht auch. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Team auf dir schon lange, lange her. Schreibt's mal rein, wer die andere Frau mit dem Mittelfeld-Team auf dir war. Bonucci haben wir am Start. Naja, nehmen wir erstmal mit. Bislang ein sehr buntes Draft, kann man nichts gegen sagen. Allerdings halten sich die Icons. Ja, noch so ein bisschen zurück. Bislang erst zwei. Aber wir haben jetzt noch die Offensiven. Oder was ist denn das? Alter. Mein Ernst. Junge, Junge, Junge. Füllkrug. 62 Tempo. 80er rated. Bei uns Füllkrug. Ehrenmann. Aber weiter geht's auf der linken Mittelschirmerposition. Ey, Leute, was ist hier los, Mann? Das kann nicht euer Ernst sein. Wo sind die verdammten Icons? Kandreva, Bruder. Wie alt ist Kandreva mittlerweile? Der ist 37. Keine Ahnung, ey, der spielt immer noch bei Turin, Alter. Der hat aber kranke Freistöße damals immer gehabt. Freistöße, krank Freistöß, ist jetzt zumindest. Und auch immer kranke Freistöße bei FIFA geschossen, das weiß ich noch. Zwei Icons bislang. Ja gut, aber zwei Future Stars auch, Leute, bei uns vielleicht noch ein paar Future Star Icons jetzt. Oh! Schmeckt Pelé, sehr nice, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Draft bislang komplett Katastrophe gewesen, also wirklich komplett Katastrophe. Dann kommt ein Spieler und zack, auf einmal ist das Draft gut. So schnell kann es also gehen. Wir stellen Pelé erstmal hier ins Mittelfeld. Der kann leider nicht ZM spielen, aber gut, wir können gleich notfalls auf die Stürmerposition stellen. Aber ich denke, wir werden noch ein paar andere Icons auf der Stürmerposition bekommen. Ja, da hätten wir, oh, wäre Hansen natürlich, aber wir haben Botfrag Bueno. Der kann auch links Mittelfeld spielen. Da haben wir natürlich schon Rivaldo. Aber wir können Rivaldo auf, auf die Stürmerposition stellen. Und dann Butragueno ins Mittelfeld. Pass auf. Machen wir erstmal so. Jawohl. Und vielleicht erstmal Pelé vorne auf den Sturm. Sieht dann doch ein bisschen fresh aus, würde ich sagen. Und Sportiello mal raus. Kommen auf 90 durch Umstellen. Jawohl. 90er Rating nach Umstellen. Läuft bei uns. Okay, 24 Chemie, naja gut. Aber bis bei 4 Icons jetzt. Es kann noch alles hier irgendwie drinnen sein. Na, Team of Gear, nominierten Karte. Oh, der kann rechts Mittelfeld spielen. Das ist natürlich nice. Kann der Linksverteidiger? Habe ich da Linksverteidiger gelesen? WTF, warum kann der Linksverteidiger spielen? Alter, was ist das denn? Warum kann der Linksverteidiger spielen? Ja, ganz kurios. Obwohl Inaki Williams jetzt auch nicht so verkehrt ist auf der rechten Seite. Wir packen es mal erstmal. Wo kann der denn spielen? Links kann er sogar spielen. Na gut, bringt uns jetzt nicht so viel. Da haben wir Butragueno. Okay, weiter geht's. Nächste Icon würde ich nehmen. Oh, Ronaldinho, Future Star. Leute, was ist hier los, Mann? Was ist hier los?
Erst Pelé, jetzt Ronaldinho Future-Star. Also, boah, lässt sich sehen, würde ich sagen. Lässt sich aber mal richtig sehen hier. Krankes Draft, Alter. Ronaldinho und Pelé, beide 95er rated in einem Draft. Boah, kann man mal machen. Können leider beide... Warum haben wir keine ZOMs hier drin? Okay, der kann links spielen, ne, vom Ding her. Aber bringt uns jetzt auch nicht viel, weil gut, Agüero da gerade abhängt. Naja, gut. Wir lassen uns erstmal so, würde ich sagen. Wir auf eine 91er wollen wir sortieren. Auf 91 gekommen, läuft bei uns. Also wir sind bei 5 Icons. Oh, aber dafür geile Icons. Nicht viele bislang. Auch nicht wenig. Aber dafür viele. Und Zico, ah, schade. Gibt's auch als Future Star. Aber der kann wenigstens ZM spielen. Das ist schon mal sehr nice. Future Star. Zico wäre natürlich nochmal eine Nummer nicer gewesen, aber ich will mich nicht beschweren. Beschweren kann man sich eher weniger. Machen wir das Ganze mal so. Guerrero kann natürlich auch nirgendwo anders spielen. Einer von denen, ja, der kann nur links spielen. Pelé kann auch nur da vorne spielen. Puskas auch nur. Hätte ich einer auf rechts rübergestellt oder so. Schade, klappt aber nicht. Na gut, wir sind bei 6 Icons, Leute. Es werden immer mehr Icons. Die Bank gönnt bislang. Lamkal C, der Typ backt immer aus seiner Karte raus, Mann. Isco. Na gut, das war jetzt nicht so optimal, bin ich ganz ehrlich. Das war, naja, habe ich mehr erwartet. Aber gut, komm, wir wollen noch ein, zwei Icons oder so. Bruder, was ist denn hier los? Digga, ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? Okay, eigentlich müssen wir Hulep nehmen, weil der kann halt ZM spielen. Aber Kräuf ist halt 95, das ist schon dann doch nochmal eine Nummer besser. Und gut, auch volle Chemie werden wir eh nicht mehr kommen. Alter, warum kommen da 4 Icons auf einmal? Ich hätte lieber 4 Icons nacheinander, dann hätte ich alle mitnehmen können. Schade. Na gut, wenn wir nichts machen, Tomori kann nicht Innenverteidiger spielen, warum das denn? Digga, seine normale Karte ist Innenverteidiger, warum kann die Special Karte nicht Innenverteidiger spielen? Das ist ja eine Sache, das muss mir aber wirklich jemand erklären. Okay, komm, ein Icon würde ich noch nehmen. Eine oder vielleicht zwei sogar. Eine wäre okay erstmal. Ja, Dina im Bimbe. Läuft bei uns. Ein bisschen aus wie Frimpong, der Kollege. Die letzten zwei. Komm, eine noch. Das sieht immer gut aus. Eine Icon noch. Frimpong, gerade noch von geredet. Nicht mal Team of Dir. Renard auch nicht mal Team of Dir. Ciao, er hat glaube ich auch ein Team of Dir, ne? Bitter. Oh, Sergio Ramos. 57 Tempo nur noch, Alter. WTF. Ja, die beiden sehen schon echt krass ähnlich. Vor allem auch das Trikot sieht voll ähnlich aus, wenn das in Frankfurt war, nicht drauf wäre, ne? Dann kann man die beiden schon mal gut verwechseln. Und dann nochmal, boah, Bravo, Digga, wie alt ist Bravo mittlerweile? Auch eine kranke Legende. Auch eine kranke Legende, Alter, läuft bei uns. Wir nehmen aber mal Leno mit Higher Rated. Na gut, chemietechnisch wollen wir nicht drüber reden, Leute, gar keine Frage. Aber wir haben kranke Icons, wir haben Ronaldinho Future Star, wir haben Pelé, wir haben insgesamt... 2, 4, 6, 7 Icons, gar nicht so verkehrt. Am Anfang sah es nicht so gut aus, dann ist nur gut geworden. Leute, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, Leute, jeden Tag um 13 Uhr und um 19 Uhr neue Videos. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Und das Wichtigste, wie immer, lasst einen Kommentar da, Leute. Ja, wie immer, je mehr Kommentare, desto besser für mich, desto besser für den Algorithmus. Je mehr Kommentare, desto besser werden die Videos angezeigt. Also lasst gerne einen Kommentar da. Schreibt gerne rein, was euer bester Spieler war, den ihr dieses Jahr gezogen habt. Oder was euer Icon-Rekord im Draft war. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.